Moin meine lieben Pokémon-Freunde, mein Name ist Steve, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen neuen Guide, heute gibt es ein neues Tipps und Tricks Video. 10 von 10 liken, wenn ihr nicht, ne, nicht vergessen. Abonniert den Kanal kostenlos. Heute geht's wieder rund, wir gehen heute zu Axator, zu diesem tollen Pokémon, wie ihr dieses tolle Pokémon bekommen könnt. Einige von euch ist vielleicht schon aufgefallen, wenn ihr nämlich den Metallmantel nehmt aus dem Shop und das Ding entwickelt, funktioniert das nicht. Also ich meine, ich rede hier jetzt von dem Metallmantel, den man im Shop kaufen kann für Dankbarkeitspunkte. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, entwickelt sich dann einfach mal so, wie soll ich sagen, Xerox oder Sichler zu Xerox. Und ja, ich zeige euch nochmal, welches Item ich meine, um genau zu sein. Und ich zeige euch heute, wie ihr Axator bekommen könnt. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ja, liken nicht vergessen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr noch für Probleme habt. Und wenn ihr zum Beispiel Metallmantel euch holt, könnt ihr leider nur Sichlor zu Xerox machen, aber kein Sichlor zu Axator. Dafür braucht ihr ein spezielles anderes Item und nein, das könnt ihr hier nicht kaufen. Und ja, das ist ein seltener Drop. Und ja, ich zeige euch, wie ihr das bekommen könnt. Deswegen, let's go, wir gehen einmal los. Das erste, was wir machen, wir gehen wieder auf eine Expedition und dabei begeben wir uns ins Kraterberg Hochland, weil da sind die Pokémon, die wir unbedingt brauchen. Weil ihr habt schon richtig gehört, diese Sachen spawnen halt leider nur bei einem bestimmten Pokémon. Und ja, wie soll ich sagen, nicht so cool, nicht so geil, aber ist nicht schlimm. So, wir sind im Kraterberg Hochland angekommen und jetzt werden wir ein bestimmtes Pokémon uns mehrmals catchen, beziehungsweise besiegen oder catchen. Eins von beiden, wir brauchen es auf jeden Fall. Wir benötigen nämlich Georock. Georock gibt es in mehreren Standorten, wie zum Beispiel bei der Kobaltküste, Roten Sumpf. Ihr könnt es auch im Obsidian-Grasland schon bekommen. Ihr müsst einfach nur Glück haben. Und der Vorteil oder beziehungsweise warum wir im Prinzip Georock machen, ist das Item Schwarzaugit. Ja, ihr habt richtig gehört, Schwarzaugit. Georock hat nämlich mit einer geringen Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, ein Schwarzaugit zu droppen. Und damit können wir dann ein Sichlor zu einem Axator machen. Und ich habe euch das hier schon auf der Karte markiert. Wir begeben uns einmal da zu den Geröllbergen hier. Da unten, das waren nämlich super viele. Ja, wie soll ich sagen, super, 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 super viele tolle Georocks. Auch ein Geowatz ist da, auch ein Boss-Geowatz, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und hier unten in den Gassen, da seht ihr schon, da sind die ganzen, ich finde hier am besten, kann man die eigentlich immer am besten catchen. Besonders wenn man hier oben auf den Bergen ist, kann man sie gut catchen. Und alles, was wir jetzt machen, ist eigentlich relativ simpel. Wir catchen oder besiegen die. Es ist egal, ihr könnt sie fangen, ihr könnt sie besiegen, es ist völlig egal. Hauptsache, ihr kriegt das Item. Und das ist egal, ob ihr dafür sie besiegt oder halt fangt. Das ist egal. Und mit ein bisschen Glück droppen die halt immer die Items. Und dann könnt ihr halt automatisch, ja, an dieser Stelle hier. Brauchen wir sie? Oh, no, no. Weiß, ne? Zack. Und das Schöne ist, die Spawnrate ist hier auch relativ hoch. Das heißt, man kriegt sie relativ gut und schnell wieder. So. So. So, da hinten müsste ein Georock eigentlich spawnen, glaube ich, wenn ich richtig liege. Da ist das Geowatz, Entschuldigung, Geowatz spawnt da. So, und dann könnt ihr hier die ganze Zeit alles abfarmen. Ihr könnt auch gerne in Fights mit denen gehen. Ja. So wie ich das jetzt gemacht habe. Und sie auch einfach besiegen, wenn ihr zum Beispiel bestimmte Pokémon noch machen müsst. Dann geht ihr einfach auf den Fight, besiegt diese Pokémon. Es ist egal, ob ihr sie fangt oder besiegt. Es ist wirklich egal. Ihr müsst jetzt ein bisschen dieses Item farmen. Also, ich würde mal sagen, ich speede das Ganze jetzt mal, bis ich es habe. Und dann gehen wir in die Entwicklung rein. Let's go! Perfekt, da haben wir es. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir es.
Perfekt. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe gesagt, wir müssen ein bisschen speeden wahrscheinlich. Und jetzt begeben wir uns einmal eben zum Hauptsitz nochmal zurück. So, wenn ihr das Item bekommen habt, so wie bei mir jetzt, es dauert ein bisschen. Also 5 Minuten bis 10 Minuten müsst ihr dafür investieren. Und ihr könnt sie überall farmen. Also ihr könnt überall das Item farmen, wo ihr wollt. Dann könnt ihr das Ding einsetzen und ihr müsst einfach nur aufklicken. Und dann könnt ihr schon hier einmal Sichlord zu Axatorn wickeln. Und fertig ist das Ganze schon. Kleiner Tipp von mir, schnappt euch vorher noch ein Sichlor-Boss-Pokémon am besten, damit ihr auch einen Boss oder beziehungsweise Elite-Sichlor holt. Holt euch einen Elite-Sichlor, damit ihr auch nachher ein großes Axator habt. Vielleicht catcht ihr sogar einen Shiny, wenn ihr haben wollt, und macht es dann da raus. Weil jetzt, wie gesagt, haben wir einmal ein normales, das ist einmal das Elite-Sichlor oder das Elite-Axator und das ist das normale. Man sieht halt diesen riesengroßen Größenunterschied. Aber gut, Leute, viel Spaß beim Catchen von Axator. Ich hoffe, ich kann euch helfen. Wenn ihr nichts verpassen wollt und mehr Tipps und Tricks haben wollt, dann abonniert den Kanal. Hier geht's eigentlich oder hier findet ihr alles rund um Pokémon. Pokémon Let's Talk hier aus Pokémon Schrein der Diamant. Alle Pokémon-Spiele findet ihr hier gebündelt auf den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein und tschüss.